Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ach, das klingt gleich viel besser hier. Ist ja wunderbar, ist ja schön. Habe ich doch eben aus Versehen beim Starten dieser kleinen letzten gemütlichen abendlichen Aufnahmerunde mein Headset irgendwie an den falschen USB-Anschluss angeschlossen. Ich hätte nie gedacht, dass das mein System so überfordert. Der hat nämlich, ich habe ihn an einen anderen USB-Port angeschlossen wie sonst und dann wollte er direkt erst einmal irgendein Gerät installieren und es klang total dumpf. Ich habe mich irgendwie selbst nicht gescheit gehört und alles war komisch und seltsam. Selbst das Spiel hat beim Starten komische Sachen gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass es das System überfordern kann, wenn man einen anderen USB-Port nimmt. Aber jetzt das Ganze abgebrochen, nochmal umgesteckt, neu angefangen und jetzt stimmt das und funktioniert richtig wunderbar. Der Pegel müsste auch stimmen. Wir haben heute zwischendurch mal versucht, eine Runde Uno zu zocken, aber das ging auch fürchterlich in die Hose und hat nicht funktioniert. Aber ich habe eigentlich meinen Pegel danach wieder korrigiert. Ich könnte jetzt so das Mikro nochmal so ein bisschen vom Mund wegdrehen. Das hatte ich eben zum Mund gezogen, weil ich mich nicht gehört hatte, aber das hatte ja andere Gründe. So, ich mache noch eine Runde Banished heute, weil ich jetzt gerade gedacht habe, was machst du denn jetzt heute Abend noch? Nur ein bisschen Restzeit übrig geblieben. Ich drehe jetzt auch erstmal die Zeit wieder schnell, damit ich hier mal ein bisschen Gas geben, weil wir ja sowieso schon seit Runden, sage ich mal, hier am Rumwarten sind, dass irgendwas passiert. Und die sollen jetzt einfach mal hier dieses Haus in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit hochziehen. Dass hier dann, sobald dieses Haus steht, irgendwelche Nomaden kommen, kann ja trotzdem immer noch ewig lange dauern. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass meine Bevölkerung noch weiter in den Keller geht. Ja, es ist natürlich auch mit 3 Studenten und 2 Kindern, das ist ja echt ein Problem. Ich habe sehr viel leerstehende Häuser, also müsste eigentlich irgendwann der Umschwung kommen, dass das hier mal wieder vorangeht und dann müssen wir hier eigentlich mehr oder weniger von vorne anfangen. Jetzt hat sich gerade eine ausstudiert. Jetzt könnte der natürlich anfangen, Kinder zu zeugen. Das wäre sehr nice. Mein Eisenvorrat geht ein bisschen in die Knie. Ja, mein Gott. Ist mir eigentlich auch egal. So, ich könnte jetzt mal so ein bisschen die Füße hochlegen, ein bisschen dann entspannter machen, weil es passiert ja hier sowieso nichts. Ich habe mir noch mal ein Döschen zu trinken aufgemacht. Yam. Ein sehr leckeres Entspannungsgetränk, könnte man sagen, ja. Es ist eine schwarze Dose mit einem roten Rand. Der Kenner weiß vielleicht, was es ist. Es ist für mich zumindest so eine Art Kultgetränk. So. Rock'n'Roll, ihr Affen. Was willst du denn jetzt hier? Hast du was Gescheites dabei? Hühnchen. Hühnchen? Hab ich nicht letztens erst Hühnchen gekauft gehabt? Aber die sind jetzt oben gar nicht drin. Ich dachte, ich hätte... Oder? Nee, ach, das könnte... Ach, das ist, wenn man 2 Spiele parallel macht. Nee, ich glaube, ich hatte die Hühnchen in meinem anderen Spiel gekauft. Ich glaube, hier hatte ich kein Interesse daran, mir nochmal... Nee, ich kann hier... Ich habe mit Sicherheit kein Interesse gehabt, mir Hühnchen zu kaufen, weil... ganz im Ernst, im Moment... Ich habe hier massenweise Felder dicht gemacht, weil mir die Leute fehlen. Ich glaube, Nahrung brauchen wir im Moment keine. Brauchen wir auch keine Hühnchen. So. Und jetzt 46 von 160. Das heißt, unser Häuschen da hinten ist gleich fertig. Das ist an sich auch ganz nice. 27,32. Es ist gleichzeitig ein Kind zum Student geworden und ein neues Kind geboren worden. Ja, hier, ganz frisch. Frisch geworfen, sage ich mal. Wir haben 5 Nachwuchs. Ist immer noch wenig.
müssen mehr poppen, ey. Die müssen einfach mal richtig sich ins Zeug legen und dermaßen abgehen einfach. Also im Grunde genommen muss ich hier einfach mal direkt... Ich muss immer hier vorbei, sobald mein Rathaus fertig ist, werde ich das erste Gesetz ins Leben rufen. Und zwar mal ein konsequentes Kondomverbot. Also selbst wenn ihr Bruder und Schwester seid, ist mir egal. Ich meine, wenn das Kind scheiße ist, dann kann man es immer noch wegschmeißen. Aber mit Glück gelingt es ja. Also ich bin echt verzweifelt. Ich nehm echt alles im Moment. Also Gott, das ist echt der Hammer, wenn ich das vergleiche mit meinem anderen Spiel. Also ich ja parallel immer mal so mache, wenn ich keinen Bock habe, jetzt eine Aufnahme zu machen. Wenn ich so während des Kochens oder so, dieses Spiel kann man ja immer so wunderbar nebenher so ein bisschen rumlaufen lassen, rumdödeln lassen. Da geht ja immer sehr viel von alleine. Und da geht die Wirtschaft ab wie Schmitz Katze, das ist der Hammer. Das Spiel rockt einfach die Hölle. Und hier steht einfach die ganze Struktur, die ganze Infrastruktur, die Wirtschaft, hier ist echt alles nur am Knorzen. Selbst mein Bilder kommt nicht in. Gut, ich könnte ihm natürlich auch immer Unterstützung geben. Ich weiß nicht, für was ich bitteschön drei Laborer hier unterhalte. Ist ja nur auch eher ein Scherz. La 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 la. Da da. Frühling wird es bald in den Landen. Nicht in allen, nur in den Bekannten. Gut, in den Unbekannten vielleicht auch, aber man weiß es halt nicht, ne? Also da sagt's einem ja auch irgendwo niemand, ne? So. Das Holzlager ist voll. Das Toollager ist voll. Also die producen eigentlich schon im Gesamten ziemlich gut. Mittlerweile. Das hat sich gebessert. So, da ist ein Mann mit Säge. Der kann durch Wände laufen. Es ist The Magic Man. Magic Mike ist das. Der baut mir jetzt das Häuserl fertig. Brücke. Überfluss. Ja, es ist leider spät geworden. Ich habe jetzt alles noch überlegt, ob ich heute vielleicht nochmal eine Assassin's Creed-Aufnahme mache, aber ich habe es dann vernunftsgemäß mal auf morgen verschoben. Also da geht es bei mir im Moment aktuell... Oh, 3-3. Sehr schön. Da geht es aktuell noch um die erste Aufnahme des Let's Play-Beginn von Assassin's Creed Brotherhood. Mittlerweile ist es ja schon eine ganze Weile am Laufen. Aber ich stehe noch vor Beginn. Das hat sich jetzt bei mir immer wieder so ein bisschen hinausgezögert, weil ich auch nicht so dazu kam. Ach, guck mal hier, Schichtwechsel, sehr gut. Aber langsam bin ich doch echt ein bisschen heiß drauf. Langsam richtig Bock. Ich habe es jetzt für morgen fest geplant. Mal gucken. Haben noch so viele andere Dinge, die ich eigentlich eher fest planen und unbedingt mal machen sollte. Mir rennt schon wieder die Zeit davon, du. Für mich ist das Jahr 2019 aktuell noch nicht vorbei, so zur Erklärung am Rand, weil bei euch ist ja schon längst 2020, wenn ihr das hier seht. Für mich halt eben noch nicht. Ich bin noch... So, jetzt haben wir hier auch endlich mal die Liste von dem, was wir schon haben. Bin noch im 2019 und zwar im Jahresendstress. Tausend Dinge, die zu tun sind und ich... ich krieg nichts gebacken, das ist zum Kotzen. Oh, wir haben Wheat. Wir haben Weizen, das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall... In dieser Welt könnten wir auch Bier brauen. Das ist natürlich jetzt im Moment absolut noch nicht relevant. Aber wir könnten... Für uns ist jetzt eigentlich nur mal wichtig, also im Moment ist es immer noch an einem Punkt, wo wir nicht viel machen können, weil uns Bevölkerung fehlt, weil uns vor allem die Kinder fehlen. Wir können gerade noch mal die Häuser durchseppen, da ist noch ein leeres Haus.
Hier hocken noch ein paar Alte drin, die werden schon wegsterben irgendwann. Zack. Hier hinten hatten wir ja, glaube ich, nochmal aufgeschrieben. Ne, das war auch der andere. Ach, ich blicke ja echt mit meinen Spielständen, glaube ich, nicht mal durch, ne? Im Moment haben wir noch ein paar leerstehende Häuser. Langfristig denke ich trotzdem über auch eine neue Häusersiedlung nach. Das wäre hier hinten ganz interessant. Ich habe jetzt hier mir das Rathaus hingestellt. Ich würde jetzt hier gerne mit der Planung, das mache ich jetzt vielleicht auch schon mal, dann passiert wenigstens so ein bisschen was. Ich kann es ja erst nochmal alles schließen. Ist ja im Moment wirklich noch nicht von Relevanz. So, da wir jetzt hier das Rathaus haben, würde ich hier gerne einen schönen Platz aus. Ich finde das so war ganz schön, wenn das auch so ein Platz hat halt quasi, ne? Für einen schönen Platz brauchen wir aber auch einen Brunnen. Müssen wir gerade mal gucken, der geht bis dahin. Das heißt, wir würden hier mal den falschen Knopf drücken. Hier hin, dahin. Wir müssen schon ein bisschen Abstand, ne? Zack. Zack. Jetzt haben wir hier vier dazwischen. So, muss ja schon schön quadratisch sein, nicht wahr? Nee, das würde nicht funktionieren. Das wäre nicht mittig. Und außer in die Mitte stellen halte ich auch für albern. So. Den Bau kann ich natürlich nicht stoppen. Ich kann aber definitiv hier den Bau stoppen. Bau von der Straße kann ich natürlich nicht stoppen, aber den Bau kann ich stoppen. Was ich definitiv auch erstmal mache, weil das im Moment noch überhaupt nicht wichtig ist. Ich mach's einfach nur so, damit ich schon mal hier ein bisschen meine Bauplanung habe, sozusagen. Also, da kann ich es nicht hinstellen, hier kann ich es hinstellen, wäre es auch wenigstens mittig vom Platz. Dann hätten wir hier an der Stelle. Hier geht er nicht, aber hier. Auch nochmal die Straße. Und hier die Straße. Grünfläche, so Special Grünflächen gibt es ja nicht. Soweit ich weiß. Ja, ich kann das nur hier entspannt noch zu betonieren quasi, wenn man so will. So, das ist das. Langfristig hätte ich halt auch gerne einen Arzt und dann noch eine Schule hier hinten. Hätte ich auch eine Idee. Aber eigentlich ein Arzt. Aber noch ein bisschen Platz, den kann ich aber auch nur so stellen, dass er. Ein Arzt ist aber dann hier eigentlich nicht das richtige Gebäude, muss ich gestehen. Nee, das müsste dann eigentlich eher. Die Taverne sein. So, wir müssen mal schauen. Okay. Ach, der hat 6. Ich habe 2 mal 3 und in der Mitte 4. Also müsste ich eigentlich 2 Platz lassen. Das sieht so komisch aus. 1, 2. Nee, es ist ja. Oh, ich habe das überhaupt nicht mittig gemacht hier. Deswegen geht das nicht auf. Ach, Scheiße. Ach, Kacke, hör mal, du.
Ah, ja, hab schon in die Luft gepasst hier, weil ich hab ja hier zwei zum Brunnen und hier habe ich nur einen zum Brunnen. Das ist ja falsch. Dann ist er natürlich kein Wunder. Ich hier mit meiner Brauerei-Budget die mit nicht finde. So, jetzt stimmt's nämlich. Jetzt ist die Mitte nämlich hier. Dann habe ich drei Platz zu beiden Seiten. Ja, da kriege ich aber kein Haus mehr hin. Sinnvoll. Geben wir noch die Taverne dazu. Alles nicht wichtig im Moment. Ist schon wieder einer gestorben zwischendurch. Wir brauchen übrigens keine Bilder mehr im Moment. Naja. Außer welche, die uns hier die Straße pflastern. Das ist Spaß an der Freude. So, dann hätten wir gerne natürlich dann hier langfristig auch eine Schule. Die kommt, glaube ich, dann einfach. Die Schule kommt, glaube ich, eher neben die Cash. So, ne? Die käme dann hier hin. Und den Onkel Doktor packen wir neben das Rathaus. Gucken wir einfach mal. Hier ist die Straße. Eins, zwei, drei, stimmt. Eins, zwei, drei, jawohl. Ah. Es geht wegen der Steine noch nicht. Macht aber nichts. So. Und Steinhäuser. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Hier ist die Straße. Die würden wir gerne lassen. Ah, Umentscheidung. Spontan Umentscheidung. Und die war wieder weg. Ich nehme. Auch wenn ich. Ich habe ja jetzt hier drei Stück, ne? Und dann nehmen wir jetzt hier als Straße mal nur die Mitte. Weil wir müssen ja jetzt hier, weiß Gott, nicht. Wieder alles so zuballern. Und dann geht das hier nämlich auch direkt auf. Hier auch wieder mit einem dazwischen. Und hier geht das auch auf. So. Ich bin direkt dran geklatscht, okay. So, gut. Die Baustellen werden natürlich bitteschön auch alle erstmal noch pausiert. Weil das im Moment alles so dermaßen irrelevant ist. Ein Irre-Elefant. Aber ich wollte es einfach schon mal planen.
Grunde genommen könnten wir hinten dran noch ein komplettes weiteres Karree machen. Oder zumindest schon mal planen. Das machen wir jetzt auch immer. Das wo. Welche Doste. So. Und so. Und so, und die bitte auch erstmal alle pausieren. Da sollen sie sich im Moment erst einmal nicht drum kümmern. Die haben gerade andere Sorgen, um die sollen sie sich kümmern. Und nicht hier rum. Oh, hier, der nicht reagiert. So. Wieder oben, Alter, auch nicht reagiert. So. So, jetzt habe ich hier alles, ja, alles pausiert. So, das gibt nämlich dann hier langfristig meine neue Siedlung. Das verbraucht aber Material ohne Ende. Wenn der jetzt hier irgendwie aus Langeweile meint, er müsste schon mal hier den ganzen Steinweg langsam fließen mit den Steinen, die wir haben, meinetwegen soll er machen, ist okay. Hat er was zu tun. Mehr ist aber im Moment noch nicht nötig. So, der ist zu 50% voll, der andere zu 60%. Hier hinten wäre noch einmal Platz. Den geben wir auf jeden Fall schon mal in Auftrag. Und den lassen wir auch freigeschaltet. Der war sowieso auch für hier geplant. Der darf da auch hin. Der darf da meinetwegen auch sofort hin. Um einfach schon mal die Lagerhaltung so ein bisschen zu starten und so planen, zu dingsen, so wie auch immer. So. Wir sind immer noch unterbevölkert. Das Problem ist extrem. Es fehlt uns an Kindern, an Nachwuchs. Kannst nicht sehen. Nur alte Leute leben hier. Bier. Darauf reimt sich immer Bier. Wenn man Bier reimen kann, dann muss man Bier auch reimen. Dann muss man nutzen. Da kann man sich nicht gegen wehren. Also wie auch immer. So, wenn ich erstmal an dem Punkt bin, dass dieser Komplex hier, so wie er jetzt hier geplant ist schon mal, auch wirklich gebaut werden kann, dann geht's uns wieder gut. Das Kraut wieder in der Verreckt. Tralali, tralala, Kinder sind zu wenig da, scheiße. Deswegen baue ich auch hier die Kirche noch nicht. Weißt du, bei dem minimale, geringe Kinderanteil hier, da kommt doch kein katholischer Priester in mein Dorf. Ja, null Interesse. Null. Weiß ich doch. Weiß doch, wie sie sind. Stehe ich alle schon? Und ich hab diese ganze Gebiet hier hinten. Gatherer, Hunter... Herbal ist ja komplett kalt gelegt, krass. Komplett ausgeknipst. Gatherer Hunter sind hier noch da. Herbals habe ich halt auch einfach genug instecken. Ich fahre dermaßen Minimum im Moment, das ist echt krank. Alle Gebäude ausgeschaltet, alles tot, alles leer, ist die reinste Geisterstadt hier. Aber Hauptsache immer noch 5 Leute in den Minen und Steinbrüchen.
verrückt. Hoppla. Was soll man machen? So, ach ja, 4 Bilder werden gebraucht. Das ist jetzt hier das Bauprojekt. Das Holz hat er sogar schon. Ja, Holz haben wir ja auch genug. Das ist ja mal nun nicht das Problem. Holz haben wir ja wahrlich genug. Selbst Stein und Eisen haben wir ein Stück weit auf Vorrat jetzt gerade im Moment. Aber es halt auch im Moment nicht brauchen. Ach, die Waldsiedlung. Ich erinnere mich an die Waldsiedlung. Das ist ein gutes Jahr her, dass wir die hier gebaut haben. Es ist ein gesamtes Jahr lang, muss man mal überlegen. Ich habe immer mal wieder Banished-Folgen rausgehauen, immer mal wieder eine Runde gespielt. Und es ist eigentlich im Großen und Ganzen, in einem gesamten Jahr jetzt, seit dem Bau dieser Waldsiedlung, einfach nichts passiert. Nix, null, nada. So, deswegen lasse ich sie jetzt einfach nochmal so ein bisschen rennen. Das wäre eigentlich ideal. Denn ich sag mal, es braucht jetzt viel Zeit, bis was passiert, aber wir müssen diese Zeit ja nicht so komplett abwarten, weil das ist... Zack, schon wieder gibt's an Tode. Da wird jetzt auch nichts mehr gebaut. Zack, jetzt hat's wieder einer fertig studiert, dann wird auch wieder gebaut. Und es ist wieder einer gestorben, also wird wieder nicht mehr gebaut. Dann nehmen wir noch nur 5 nach. Und es ist wieder einer gestorben. Ja, Wahnsinn. Dann gibt's jetzt, wieder einer gestorben. Ah ja, aber ich hab's gesehen, weil der Sturmkater ist einer gestorben. So, dann wird es wieder gebaut, aber dafür gibt's jetzt weniger Eisen. Im Moment brauche ich es auch nicht so sehr, es wird eh nur eingelagert, also ist es auch eh wurscht. Ist all wurscht. Wurschte Brot ist schön, es hat wieder ein Kind gegeben. Im Moment machen die Kinder und Studenten... so irgendwie 20% der... Bevölkerung aus. Nee, stimmt nicht ganz. Ja, doch, ja. 5 von 26, 5 von 25 wären Fünftel, also 20%. Ja. 20% der gesamten Bevölkerung, Tendenz steigend, ist jetzt eigentlich langsam mal ein ganz guter Schnitt, so. Das Verhältnis kommt langsam an einen annehmbaren Punkt. 6 von 27. Schon ganz gut, schon ordentlich. Ja, schon bei so 22, 23%, 22,5, sagen wir mal. Ziemlich genau, 22,5%. So, wir bremsen kurz aus und gucken mal, was der Kollege im Angebot hat. Iron Tools, Dankeschön, habe ich selbst. Kannst wieder gehen. Wir beobachten weiter. Was geschieht? Ob überhaupt was geschieht? Prozent Kinderanteil. Wenn die Alten noch weiter sterben, also die 50% Kinder und Jugendliche, würde einen extremen Wachstumsanstieg bedeuten. Boah, hier viele leere Häuser, ey. Da geht aber noch einiges.
Ja, ich brauche mir im Moment auch keinen Kopf machen. Also ich bin mir sicher, ich habe hier. Na, die sind jetzt alle irgendwie einzeln besetzt, aber ich müsste definitiv Platz genug haben. So, hier scheint gerade, ich habe nicht genau hingeguckt, aber gleichzeitig eine gestorben und eine ausgelernt zu haben. Bei 5 von 26. Das ist schade, das ist vom Prozentsatz her wieder geringer. Es sollte eigentlich besser werden. Aber wenn jetzt wieder einer ausstudiert, ausgelernt hat, erwachsen geworden ist, werden da hier vielleicht wieder neue Kinder gezeugt. Gucken wir mal. Wir lassen es einfach mal weiter rennen. Ah, ein Kind hat jetzt angefangen zu studieren. Das ist auch gut. Denn wir. Oh, und es hat ein neues Kind gegeben. Jawohl. Wir sind wieder bei 6 von 27, also wieder bei 22,5% Kinderanteil. Tendenz eventuell steigend. Noch ein Kind mehr. Wir sind bei 7 von 28 und hätten dann damit die 25%. Was ja schon Neißigkeit hätte. Käthe. Kete, Neißigkeits, die Neißigkeitskete. Ja, wer kennt sie nicht? Gegen die Neißigkeitskete. Andere kennen sie auch unter dem Namen Käthe Wohlfahrt. Bin ich die Wohlfahrt? So, jawohl, 25% Kinderanteil. Es kommt der Aufschwung. Er kommt langsam, aber er kommt. Wir beobachten weiter. Vielleicht haben wir bald die schweren Zeiten durch. Ist aber krass, wie lange diese schweren Zeiten anhalten. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr sie begonnen haben, aber die gehen mit Sicherheit. Ich meine, jetzt ist gleich, es ist schon Late Winter. Die Temperaturen fangen jetzt an zu steigen. Gleich ist Frühling, dann ist Jahr 22. Ja, die Temperaturen gehen schon nach oben. Wir können es beobachten hier stetig. Es ist. Dieses Problem zieht sich mit Sicherheit bald schon 10 Jahre durch. Zack, da werden die Bäume grün. Oh, es ist wieder einer gestorben. 7 von 20. Ich kann leider nirgendwo mehr irgendjemanden entbehren. Es ist alles auf Minimum, wenn noch einer stirbt. Ja, ich kann es sicher nennen. 20 habe ich jetzt. Also, wenn ich mir das hier angucke, es ist alles nur noch mit einem besetzt, außer es ist allenfalls, ich könnte noch einen Forester entbehren, ja. Das wäre aber für die Waldpflege schlecht. Ah, es ist halt wieder einer ausstudiert. Gut. Wenn wieder einer ausstudiert hat, heißt das, dass er sich wieder mit irgendjemand anderem zusammentun kann, um Kinder zu zeugen, was dann diese Zahl hier noch ein bisschen nach oben treiben könnte, eventuell. Also aktuell sehe ich mein Minimum auf der 20. Die Zahl hier dürften wir nicht unterschreiten, denn dann kriegen wir langsam echt ein Problem. Ich würde so gerne langfristig jetzt mal wieder nach oben treiben. Ich habe jetzt für heute noch 10 Minuten Zeit. In der Zeit würde ich gerne diese Zahl hier, überhaupt diese Zahl mal wieder so ein bisschen nach oben treiben. Oder zumindest. Es dauert eine Weile, bis die Kinder groß werden und anfangen zu studieren. Wobei es ist ja, die machen ja ein Jahr pro Saison. Da würden die wirklich nur ein Jahr im Jahr machen, dann würde sich dieses Spiel extremst ewig hinziehen. Das tut es ja jetzt so schon, aber
Also so werden die innerhalb von einem Jahr im Grunde genommen 4 Jahre alt. Und ja. Dementsprechend geht das eigentlich relativ schnell hier. Das sehen wir jetzt ja eben. Eben haben wir noch philosophiert über den Winter. Jetzt haben wir schon Hochsommer. Das heißt, sie sind in diesem kurzen Zeit schon wieder quasi 2 Jahre älter geworden, diese Kinder. Ja, 14 Jahre. Mit 14 sind sie schon Studenten, mit 10 sogar schon. Ne? Hier 4. Zack, zack, zack. Das ist. Ja, wir haben auch schon wieder einen Student mehr und wir haben auch übrigens gerade wieder einen verloren. Immer noch ziemlich viel leere Häuser, ziemlich viel alte Leute. Es sind immer noch ziemlich viele Häuser hier von Einzelnen besetzt, aber auch nach wie vor ziemlich viele Häuser leerstehend hier. Die 3er-Reihe hier hinten ist komplett leerstehend. Und wir sind bei 19 und wir haben keine Fischer mehr. Und die Kinder fangen jetzt langsam an zu studieren. So. Es hat. Ja, hier ist jetzt das Fragezeichen. Es hat den letzten Fischer zerlegt. Oh, und es ist noch einer gestorben. Jetzt sind wir schon bei 18. Jetzt fehlt noch irgendwo was. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, es fehlt ein Herdsman. Das heißt, hier ist irgendwo eine. Naja, das geht noch. Es sind jetzt nur noch einer für die ganzen Kühe zuständig. Das ist kritisch, aber geht noch. Aber wir haben 3, 4, 3, 5, 8. 8 von 24. Nee, von 6 und 8 von 26. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Kinderanteil von rund geschätzt 35%. Boah, es geht steil. Es geht richtig steil jetzt. 9. Drittel. Wir waren eben bei einem Drittel. Na gut, war es eben, dann waren es nur 30%. Habe ich falsch umgerechnet. 30, aber dann waren es eben ein Drittel. Jetzt, ja, 9. Oh, jetzt sind wir bei über einem Drittel. Aber wir haben 3 Einbußen mittlerweile. 3 Einbußen. Es fehlen 2 Herdsmen und ein Fisherman. Das heißt, wir werden jetzt hier. 2 Herdsmen ist ein Problem. Wir werden einen Forester einsparen und einen Herdsmen wieder einstellen. Dann fehlt jetzt ein Herdsman, ein Fisherman und ein Forester. Es kann natürlich sein, dass der zu den Kühen gegangen ist und. Es ist nicht gut, das ist nicht gut. Es umsorgt niemand meine Schafe. Aber das Verhältnis ist jetzt 17 zu 9. 17 zu 9. Sehr, sehr schön, die Zahlen. Der Nachwuchs schießt nach oben. Oh, es wird warm, es taut, es wird wieder Frühling und wieder fängt ein neues Jahr an. Wahnsinn, Wahnsinn. Dauert natürlich eine Weile, bis die alle ausstudiert haben, ne? Und dann müssen sie. Ein Herdsman, ein Fisherman, ein Forester. Der Herdsman hat für mich jetzt im Moment eigentlich erstmal Priority. Ich lasse die Zeit im Moment weiter durchrattern, ist mir egal. Es dürfte eigentlich bald keine Alten mehr geben. Meine Fresse. Ja, 23. Und wir kämpfen uns immer noch
durch das große, große Wirtschaftstief. Da sieht man mal aber genau, wie das ist, wenn irgendwo eine Krise entsteht, die sehr, sehr plötzlich kommen kann, wie lange es dauert, bis man aus dieser Krise wieder rauskommt. Also da muss man definitiv halt wirklich Geduld haben. So, mein Freund, was hast du im Angebot? Kann ich dich gleich wieder wegschicken, oder? Cabbage. Habe ich noch, danke. Und tschüss. Gib Gummi, Alter. So, steht immer noch 17 zu 9. Langsam müssten mir die Alten so ein bisschen ausgehen. Langsam müsste also von diesen 17 ein großer Anteil noch relativ jung sein. Wir haben 4 Studenten. 3 brauchen wir mal mindestens. Mit jedem ausgelernten Student steigt die Chance auf eine wachsende Kinderzahl. Jetzt kümmert sich niemand um meine Schafe. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir wegsterben. Oder ich weiß nicht, wie sich das äußern wird. Oh, 18. Sehr gut. Wir setzen direkt den Herdsman ein, damit sich wieder jemand um meine Schafe kümmert. Und es steht 18 zu 8. Passiert heute echt den ganzen Tag nichts, außer dass wir uns hier diese Zahlen angucken. Unser Rathaus steht jetzt mittlerweile schon eine ganze Ecke. Population steht schon wieder still seit einer ganzen Weile. Hier gab es ein bisschen Schwankungen. Als die zwei müssen eigentlich echt nochmal nach oben schießen hier. Aber im Gesamten guckst du auf die letzten 5 Jahre an. Hier ist es so rapide runtergegangen, während das hier nicht mehr gestiegen ist. Hier ist schon. Ich kann echt mal gucken. Ja. Hier gingen die Kinder nach unten und es kam keine mehr nach. Es ist ein Gatherer gestorben. Es fehlt ein Gatherer, ein Fisherman und ein Forester. Hier an dem Punkt. Ja, das sieht man schon hier, der Abstieg ist schon. Der Beginn des Abstieges ist schon über 10 Jahre her. 25 Jahre, hier kann man gucken, ja. Das hier in welchem sich das hier rechnet. Dass hier 25 Striche sind. Wahrscheinlich, ne? Weil die ersten 2 Jahre ist nichts passiert. Na hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, hier fing schon der Kindermangel und der Studentenmangel an. Im Jahr 10. Also es ist so plus minus. Oh, 17, 11. Holla. Sehr schön. Das heißt, wir haben diese Krise jetzt schon seit gut 13 Jahren, kann man sagen. Bald schon 14. Wenn man das jetzt mal mit der deutschen Geschichte vergleicht, da gab es ja irgendwann die Weimarer Republik zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.
Und es gab ja aufgrund des Ersten Weltkriegs von den Nachbarländern entsprechende Sanktionen. Deutschland war ja verpflichtet, den Nachbarländern, den Kriegsgegnern quasi Aufbauhilfe zu leisten. Ich kann mal den Gatherer jetzt wieder einstellen, so. Und das hat Deutschland ja in ein so großes wirtschaftliches Problem versetzt, dass ja diese Weimarer Republik eigentlich schon vorne zum Scheitern verurteilt war, weil es eigentlich an allem fehlte und weil Deutschland schwer verarmte und weil das Volk halt auch irgendwie nichts hatte, weil wir einfach viel zu viel Ausgaben hatten für die Wiedergutmachung an die Nachbarn, was ja letztendlich in gewisser Weise irgendwo zur Revolution geführt hatte, weshalb ja das deutsche Volk extrem unzufrieden war und weshalb es für einen Hitler auch extrem einfach war, an die Macht zu kommen, weil Hitler natürlich damals ein System angeboten hatte, das definitiv von Grund auf anders war als das System, wie es gerade lief. Und das System, wie es gerade lief, diese Weimarer Republik mit diesen ganzen Wiedergutmachungszahlungen an die Nachbarländer und so und diese miserable Wirtschaft, dieses ganze Problem, abgesehen von einem kurzen Wirtschaftsaufschwung in den 30ern, aber das hielt nicht sehr lange, also das Volk, oder in den 20ern, in den 20ern, glaube ich, ja, es hielt ja nicht lange. Das ganze System war zum Scheitern verurteilt und dementsprechend war die Unzufriedenheit groß und dementsprechend war es natürlich leicht für einen, auch für einen Rechtsradikalen zu sagen, ja, guck doch mal, was die netten Nachbarn mit uns machen und sie nehmen uns die Grundlage zum Leben und Propaganda leben. Bla bla. Gut. Wollte jetzt auch eigentlich nicht über deutsche Geschichte philosophieren, wollte nur sagen, das ist jetzt hier. Mittlerweile es wirkt sich ähnlich aus. Also hier sieht man auch seit, also eine grobe Schätzung, 13, 14 Jahren läuft hier ein wirtschaftliches Problem, das immer noch nicht gänzlich ausgestanden ist. Aber wir kommen jetzt ganz, ganz langsam wieder in den Aufschwung. Ich habe hier noch ein Defizit von 2 Leuten. Mir fehlt definitiv immer noch ein Fisherman. Mir fehlt noch ein Forester. Vor allem fehlt mir der Fisherman. Forester ist ja zumindest einer noch am Worken. Aber ich habe einen Kinder- und Studentenanteil von über einem Drittel. Das Verhältnis 18:4:6 ist ein wirklich gutes Verhältnis, wenn man sich die Statistik hier mal anschaut. Zum Spielbeginn hatten wir eine Population von, ja, wo wird dieser Strich sein? Ist das der 17er Strich? So aus einer Art. 17 oder 18? Ungefähr 50-50 hier. Da sieht man es. Plus minus. Ja. Damit haben wir gestartet und dem nähern wir uns jetzt endlich wieder an. Wir haben jetzt 18:10, wie gesagt, durch Zeitraffer wirklich mal eine Folge mit Überlänge vor allem. Einfach mal hier mit Zeitraffer durchgeballert und endlich hat sich hier in diesem Verhältnis etwas getan. Endlich sehen die Zahlen hier ein Stück weit besser aus als beim letzten Mal und dementsprechend, denke ich mal, können wir in der nächsten Folge in der nächsten Aufnahme von Banished hier mal hoch motiviert durchstarten, neu anfangen, ganz langsam Stück für Stück
unsere Bevölkerung hier wieder aufbauen. Vielleicht werden wir dann auch hier drüben. Stein haben wir ja genug, Eisen haben wir auch ein bisschen, so bis die ersten Häuser hier schon mal in Auftrag geben, um wirklich weiterhin Platz zu haben für mehr Kinder, für mehr Bevölkerung, für mehr Zukunft. Und dann werden wir Stück für Stück unsere Produktion wieder aufnehmen, wieder in Gang bringen. Und dann werden wir hier dieses süße, schnuckelige Kleindippenheim in den Wirtschaftsaufschwung bringen und in eine Zukunft bringen. Und dann wird es hier nach einer wirklich langen, langen, harten, schweren Zeit endlich wieder vorangehen. Das gibt es alles beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann bald bei irgendwas wieder. Bis dahin ein allerfreundlichstes Tschüssi.